So, Freunde, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier. Gothic 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden jetzt hier uns erstmal dem schwarzen Troll annehmen, da hinten. Den haben wir nämlich noch nicht gemacht. Und dafür werden wir ganz gekonnt, ganz easy, wie sich das gehört, Skelette nehmen. Macht sie fertig. Macht ihn fertig. 3, 4, 5. Ja, easy. Ihr macht das schon. Oh lol, der schwarze Troll. Ach du Scheiße, der haut ja ganz schön rein, ne? Okay. Dann halt eben noch ein paar mehr. Alter Schwede, ey. Das ist ein schwarzer Troll, der ist schon. Da muss ich halt auch anscheinend mal ein bisschen mit draufschlagen hier. Oh Gott, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Sehr gut. Genau das brauchen wir. Der muss mich... nein. Weg, weg, weg. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe nichts. Hat er mich noch? Ne, mich hat er nicht mehr. Aber er ist eh gleich tot. Easy. 1000 EP, Mann. Es ist so easy. Alter. Oh lol, hier liegt erstmal Loot. Kronstöckel, Trank, Folteraxt. So. Schwarzer Troll, das Fell eines schwarzen Trolls. Sehr schön. Haben wir? Hier liegt noch eine Steintafel. Was steht da drauf? Da steht drauf, Steintafel des Zweihandkampfs. So, dann hier. Mana. Alter, wir haben schon gleich 10 Tränke davon verbraten. Und ich habe halt auch kein Kronstöcke mehr, ne? Fellknüderich. Ich habe nur noch 5. 5 mal 5 sind 25. Das heißt, ich brauche 25 kleine Tränke. Habe ich auch nicht mehr. So, wer hätte dann in der Kolonie, wer hätte da für mich noch Mana-Tränke übrig? Was der schwarze Troll ist tot. Alle Achtung. Hätte nicht gedacht, dass man die überhaupt töten kann. Das werde ich mir merken. Na doch, mit genug Skeletten geht das. Hast du einen Novizen hier vorbeikommen sehen? Hier sind eine Menge merkwürdiger Gestalten vorbeigekommen heute. So auch die beiden Geigen da oben bei dem Felsbogen. Vorhin war auch noch ein Novize der Feuermagier bei ihnen. Aha. Was kann mir der denn beibringen? Rollerplatten, Zangen, okay. Weiter geht's. Ich speichere mal. Ich habe keine Ahnung, ob die mir jetzt hier von auf den Sack gehen, ne? Aber ich denke mal schon. LOL. Wo hast du das denn schon wieder her? Wer bist du? Was soll denn das werden? Ein Verhör? Ich hab dir nichts zu sagen, aber du kannst ja mal mit meinem Kumpel reden. Aber sei vorsichtig, er mag keine Fremden. So sieht er auch aus, Mann. Ich suche einen Novizen. Das ist ja interessant. Wir suchen nämlich auch jemanden. Wen denn? Ach ja, wen denn? Dich. Ja, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot! Doch nicht. Ha! Easy, aller 2 Skelette reichen! Wo ist der andere? Ah, hier. Mal sagen, der hatte doch auch eine Waffe, ne? Ah, siehst du mal, hier rechts war doch dann auch noch eine Höhle, da können wir dann auch noch mal rein. Da waren wir nämlich auch noch nicht drin, wenn ich mich nicht täusche. Hier hinten. Oder war ich da schon drin? Ich glaube nicht. Ich gehe erstmal rein. Kommt, Leute! Es gibt Messerarbeit zu erledigen. Ihr schafft das. Verteidigt mich! Oh Gott. Ich habe keinen Mana mehr. Muss mal Mana regenerieren hier. So, weiter geht's. Immer weiter.
Immer weiter. Immer weiter. Ich mach mal hier noch zwei Skelette hin. Ich weiß nicht, was da hinten ist. Er zieht auf jeden Fall noch nicht seine Schwerter. Das ist schlecht. Dann halt eben jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zieht eure Waffen. Um Gottes Willen. Die machen die fertig. Oh Gott, ich bin tot. Scheiße, wann habe ich ihn gespeichert? Ah, vor den Landstreichen, alles klar. Ja gut, ich brauche ja, ich brauche die ja gar nicht ansprechen. Die wollen mich ja eh umbringen. Das heißt, ich kann den eigentlich gleich mit Eislanzen begegnen. Oder nee, ich begegne den trotzdem noch mit zwei Skeletten, weil die hauen die halt einfach um. Ihr hatte das nicht. Ne? So. Man weiß gar nicht. Komm her, Mist! So. So, ihr macht den. Ich gehe hier eben schnell looten. Und dann gehen wir jetzt ganz fix in diese scheiß Höhle da rein. Und holen uns... Was war denn das? Schattenkrieger, ne? Krass. Schattenlord halt. Übel stark, die Typen. Da muss man aufpassen. Anscheinend. Die hauen mich halt auch easy weg. Die Typen. So, auf geht's, Freunde. Wir schaffen das. So, Freunde, verteidigt mich! Ich hasse es, wenn die anderen hier irgendwo backen, ne? Ja, die backen nicht, die verrecken gerade, ey. Scheiße, Mann. Was ist denn jetzt hier mit dir? Na also, dann kann ich mich ja jetzt hier um mich kümmern. Mittlere Wunden heilen. Achso, ich habe keinen Mana mehr. Alles klar, easy. So. 8. Wieso reicht das jetzt nicht? Fünf. Oh Gott. Wie jetzt? Wieso verrecken die? Um Gottes Willen. Nur eine bestimmte Anzahl herstellen, oder was? Oh Gott. Alter, die verrecken. Oh Gott. Scheiße, jetzt habe ich meinen eigenen gekillt. Oh Gott. Um Gottes Willen. Lasst mich in Ruhe. Alter. Alter, sind die stark, Mann. Jawoll. Oh, fuck. Oh, ich habe keinen Mann mehr. Oh nein! Och Mann, ey, ich kam nicht mehr weg, weil er diese Seitwärtsbewegung von seinem Arm gemacht hat. Alter, wie viel Eislanzen brauchen die Typen, Mann? Das ist schon bald besser. Ich lass die Skelette weg und schieß da nur mit Eislanzen drauf. So.
Mach ich jetzt auch so, das geht wahrscheinlich auch schneller. Also eben mit den Skeletten, das ist schon lustig. Aber, ja, in so engen Räumen ist das halt eben scheiße, weil die erst... Entweder sie spawnen nicht da, wo sie spawnen sollen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ein Cap hab, was Skelette angeht. Wie viel ich maximal beschwören darf. Kann. Bis die anderen eben verrecken. Ne? Das ist halt noch so ein Ding. Was ich halt eben nicht weiß. Ich speichere jetzt mal, dann haben wir das schon mal. Dann mache ich nämlich jetzt hier einfach mal alle Skelette nur mit Eislanze, das geht schon. So, hier haben wir ja erstmal easy. So, sind jetzt hier noch welche? Jawohl, da ist noch einer. So, hier kommt keiner mehr. So, jetzt loote ich hier erstmal, dann speichere ich ab, dann geht's weiter. Dann hole ich mir diese zwei Schattenkrieger, wobei die haben halt übel... Ah, warte mal, ich habe doch bestimmt noch zwei, warte mal. Wo sind wir hier zu Hause? Hier. Jo, Untote vernichten. Auf der Null. Ich speichere. Und dann, Freunde. Oh Gott. Okay, ich lade nochmal neu, weil, ich muss sie anscheinend sehr nah rankommen lassen. So wie es aussieht. Easy, Alter. Ja, so einfach ist es, ne? Was haben wir denn hier? Drachenschneide. Goldkelch, Lederbeutel, goldener Kelch. Goldene... Alter. Grober Zweihänder. Schöne Grabstätte auf jeden Fall. Grobes Breitschwert, goldene Schale. Easy, Mann. Noch ein Breitschwert, noch ein goldener Kelch. Was hast du hier? Grobes Breitschwert und ein Silberkelch. Sehr schön. So, dann heilen wir uns jetzt erstmal. Dann machen wir diese Spruchrolle hier wieder weg. Und speichern ab. Das ist jetzt ganz wichtig. So, gehen jetzt hier mal den Weg weiter. Feuerkraut, sehr gut, das kann ich gut gebrauchen. So, warte mal, ich nehme hier noch ein paar Mana-Tränke. Schaden kann es auf alle Fälle nicht. Abspeichern. So, hier hinten waren wir schon mal, ihr erinnert euch. Alter Schwede, jawohl, davon ist nämlich ein Suchender. Da ist ein Suchender, da ist ein Suchender. Die Frage ist jetzt, welcher ist näher dran? Ich würde jetzt einfach mal tippen, der da. Und da sind einige Suchende. Vier. Jetzt haben wir erstmal vier gemacht. Da ist noch ein Suchender. Geht dahin. Auf geht's. Ich glaube, ich kann jetzt eh alle Skelette hier beschwören. Scheiße. Verdammt. Oh Gott. Tötet sie!
Alter, wollt ihr mich verarschen? Junge, bringt die um! Oh Gott! Hallo! Freunde! Alle, ihr wollt mich doch hier verarschen, oder was? Alter! Die Typen hauen aber auch rein, ne? So, Junge. Du kannst mich mal! Junge, meine Leute, bring dich um! Gott. Jawohl. Das war nicht noch eine Steintafel, ne? LOL. Ja, er weiß nicht, wen er angreifen soll. Das ist sehr gut. Alter Schwede, Mann. So, jetzt müssen wir jetzt hier erstmal looten. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo die Typen alle waren. Hier liegen auf jeden Fall jede Menge Skelette. Das heißt, hier muss irgendwo einer sein. Hier ist auch noch einer. Ich habe halt nicht mit denen gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich mit denen sprechen musste. Keine Ahnung, ich hab's... Hier liegt auf jeden Fall das Auge Inners. Ich kann mich nicht mehr drehen. Jetzt geht's. Da ist nichts zu holen. Alter, ey, übel hart. Die ganzen Toten. Hier liegt noch ein Novize. Hier liegt noch ein Suchender. Waren das nur so wenig? Ne, hier drüben war doch auch noch einer, oder? Hier vorne. Hier ist er doch. Ich bin drüber gelaufen. Alles klar. So, hier ist auf jeden Fall noch ein Novize. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall das Auge Inners. Auge Inners. Edelstein ist matt und ohne Glanz. Habe ich jetzt hier schon irgendwie etwas? Nee. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit denen hätte sprechen sollen. Da ist wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn ich mit den Typen gesprochen hätte. 100 Pro. 100 Pro ist jetzt irgendwas verbuggt. Weil ich mit denen nicht gesprochen habe. Deshalb speichere ich jetzt mal noch nicht ab. Hier ist der Weg. Da will ich hin. Ich speichere jetzt mal noch nicht ab. Ich gehe jetzt erstmal. Oh Gott. Sag mal, gibt's hier nicht eine Treppe? Hier gab's doch immer eine Treppe. Wo ist die Scheißtreppe? Ah, hier drüben. Gut, ich habe nichts gesagt. Wie gesagt, ich speichere jetzt nicht. Wäre jetzt natürlich extrem schade, wenn ich sterbe. Genau. Jetzt bin ich nämlich hier an der richtigen Stelle. Um dann vor allen Dingen auch mal auf die andere Seite dieses Flusses zu kommen, um diese scheiß Steintafel da zu looten. Die ich schon seit Ewigkeiten im Blick habe. So, was ist denn hier? Minecrawler Warrior. Geh mir mal nicht auf den Sack, Junge. Oh, hier sind schon wieder Skelette drin, Alter. Ich krieg eine Krise. Hier eine Riesenratte. Noch eine. Okay, das ist, glaube ich, die Höhle, die man... Also, das ist, glaube ich, der Teil der Höhle, den man auch so looten kann am Anfang. Ich darf nicht vergessen, dass ich nicht speichern möchte. Vor allem hier liegt eine Menge Fressen rum, Alter. Was ich eigentlich niemals brauche. Oh, hier ist Schinken, der ist gut.
So, Skelett. Zwei Stück. Hoffentlich kommen jetzt hier nicht noch mehr zum Vorschein. Das. Wäre ungünstig. LOL! Nefarius? LOL! Wieso ist Nefarius tot? What the fuck? Nefarius ist tot! Wieso ist der tot? Hier ist ja nicht mal epischer Loot in der Kiste oder sonst irgendwas. Der ist einfach tot! Kacke. Nefarius ist tot. Easy. Ein Wassermager ja weniger. So, na gut. Dann. So war eine Heilpflanze. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie ein Kronstöckel oder so. Das wäre natürlich richtig gut gewesen. Wie gesagt, ich gucke. Hier ist ein Warg. Wieso sind hier Waage? Oh lol, ich weiß, wo ich bin. Ich bin bei dem Steinkreis, Freunde. Ich bin bei diesem einen Steinkreis, der... Erstmal hier ein schöner Texturfehler. Sieht man nicht alle Tage. Das Problem, was ich nur habe, ist, dass ich halt noch immer noch keinen Weg auf diese andere Seite dieses verdammten Flusses gefunden habe, ne? Gibt's hier irgendwas oder? Gibt es, glaube ich, gar nichts mehr. Huch. Na, obwohl. Oh, Alter, dieser scheiß Texturpatch, Mann. So. Und ist Randolph. Der alte Säufer. Ich laufe jetzt hier halt einmal um den Bergturm rum, so wie es aussieht, ne? Dann bin ich ja gleich beim Kloster. Ha! Witzig, haha. Ja, hier ist der Berg dann vorbei, oder wie? Ja, easy, Mann. Sinnlos! So. Dann eben Teleport zum Kloster. Alter. So. Sehr gut. Ich habe das Auge Innos gefunden, Freunde. Es ist kaputt. Hast du was für mich? Hey, du. Weißt du, wo Pedro ist? Weißt du, glaubst du, ich würde hier rumstehen, wenn ich wüsste, wo der Abtrünnige sich aufhält? Er muss für seine Taten bezahlen. Du musst uns helfen. Ich habe das Auge, Junge. Ich habe schon wieder 55 Lernpunkte, Alter. Ich bin Stufe 30. Ich gehe jetzt erstmal beten. Ich habe jetzt so viel Schlechtes gesehen, Freunde. Ich muss jetzt erstmal beten gehen. So viel Schlechtes in der Welt. Innos. Innos, du glaubst nicht, was ich alles gesehen habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal wieder volles Mana. Ohne zu schlafen. Easy. Ich habe noch nicht gespeichert. Das ist gut so. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Dialogfunktion haben kann. Oder habe. Dass ich das Auge habe. Ich habe das Auge Innos gefunden. Ich habe das Auge Innos gefunden.
Es ist zerbrochen. Aber das kann nicht sein. Was ist passiert? Hätte ja sein können. Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort ja, gut, in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Innos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Ja. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet. Ich auch nicht. Dass sie solch eine Macht besitzen. Und jetzt? Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Genau. Doch die Zeit ist gegen uns. Mach mal. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beeile dich. Mach ich. So, ja, warum gerade Vatras? Warum gerade Vatras? Das Privileg der Robe ermächtigt dich nicht, meine Anweisungen in Frage zu stellen, Bruder. Vatras ist ein Diener Adanos. Allein das Wissen der Wassermagier wird uns in dieser dunklen Stunde Klarheit verschaffen. Och, nö. Das ist alles, was du wissen musst. Was ist der Sonnenkreis? Zu jenem Ort reisen alle Magier und Novizen des Klosters jedes Jahr zur Sonnenwende. Aha. Um den Beginn eines neuen Zyklus einzuläuten. Der Ort ist erfüllt von der unermesslichen Kraft der Sonne. Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten Stimmt, geahnt, da leuchtet ja alles so dass schön. Seine Macht hätte umgekehrt werden können. Und doch ist es geschehen. Tja, Freundchen. So ist es. Und hier. Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen. Sprich, Bruder. Ich habe einen weiteren Almanach gefunden. Das ist gut. Ich fürchte jedoch, dass es noch mehr davon zu finden gibt. Hä? Nimm dies. Es standen doch aber nur 4 Leute in deinem Scheißbrief drinne, du Ochse. Da, die 4 hab ich. Mann. So, was ist jetzt mit dir hier? Sind die Schreine wieder frei? Gibt's was Neues? Zur Zeit. Ah, halt die Fresse, Mann. So, also gut, dann muss ich jetzt in die Stadt. Dann teleportieren wir uns jetzt mal dahin. Und machen dann dort einen Cut. Hafenstadt, da sind wir. Zack, zack. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, tschüss. Euer Helmut.